So. Okay. Einrichtungen und Kur können wir wahrscheinlich noch nicht so wirklich machen. Willkommen zurück zu Skyrim. Oder doch. Ja, wie auch immer, wir haben wirklich noch andere Quests anzunehmen. Und wir haben schon eine Quest angenommen, die uns nicht nach Soestheim, sondern hier nach Hochrotkar führt. Sturmmäntel, kaiserliche Drachen. Mir ist es egal, wen ich also ich werde mal hoch zum Jahrespalast. Der Prediger ist nachts nicht da. Gern mal den Herrn. Wollt ihr womöglich auf die Jagd gehen? Dann geht aber nicht zum Bruchbeinpass. Südöstlich. Nicht unbedingt. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Kann ich euch vielleicht helfen? Ich würde gerne ins Haus einrichten. Ja, ein bisschen. Ja, Möbelstücke und so weiter. Da helfe ich euch gerne. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten. Sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Das bezweifle ich momentan. Und natürlich findet ihr in der Fibel des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorationselemente, die ihr kaufen könnt. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Lechminerbau, Schlafzimmereinrichtung, Dachbodendekoration. Schlafzimmereinrichtung gibt es schon für 300 Goldstücke. Tut mir leid, aber es scheint, als hättet ihr hierfür nicht genug Gold. Okay, 300 Gold. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Das ist nicht wenig, das ist nicht viel Geld. Kommen wir nach der nächsten Quest mal wieder. Der nächsten Zeitquest, die wir angenommen haben. Oder bei der Hauptquest, falls wir irgendwo mal was kassieren. Alchemina-Bomb. Kücheneinrichtung, Speisesaal, die kurze, ich konnte da noch einiges raus. Habe ich da Kinderzimmer gelesen? Ich kann mir eigentlich schönes einrichten. Besuch im Drachenfest. Noch mal ein bisschen Hauseinrichtung im Simulator. Ich meine, es dauert ein paar. Es dauert ein paar Parts und dann haben wir wieder 1000 Sammel und so weiter können wir ja. Erstmal ein paar Zimmerdekoration kaufen. Also 200 Goldstücke sind die Hammer, die haben wir im Nu. Das haben wir beinahe sofort. Das kostet alles so 200, 300, 400. Das haben wir. Das finden wir an der Kiste und rumliegen. Gut, dann machen wir mal erstmal Hochrotkar. Machen wir hier mal weiter. Sprich mit Arun Geyon. Können wir Menschen hier bestehen? Nee, das wollen wir ja nicht machen. Können wir hier irgendwas loswerden? Ein paar Zaubertränke? Schriftrollen? Wir spendieren denen mal was. Als Menschenfleisch, das werde ich bei mir tragen. Das werden wir, vielleicht können wir es irgendwann mal grillen. Ich glaube, das können die brauchen.
Sind noch Kristalle bei uns? Leere Weinflasche. Warum nicht? Eine Schreibfeder. Und eine Waffe, die wir gerade nicht brauchen? Nein. Jetzt können wir denen eine Waffe spendieren. So. Mit ihm müssen wir sprechen. Möge der Wind euch leiten. Ich muss den Schrei lernen, der Alduin besiegt. Ich möchte mehr über die Stimme erfahren. Was bedeutet es, ein Drachenblut zu sein? Woher wisst ihr davon? Mit wem habt ihr euch unterhalten? Ja. In solch schwerwiegenden Angelegenheiten müssen wir wissen, wo ihr steht. Oder auf welcher Seite. Wenn ihr allein dastehen wollt, bitte. Wenn ihr unsere Hilfe wollt, werdet ihr meine Frage beantworten. Woher wisst ihr von einem Schrei, mit dem Alduin besiegt wurde? Wenn wir das nicht sagen, dann wird das... Vielleicht kommen wir irgendwo rum, die Klingen zu erwähnen, weil die sind scheinbar nicht ganz gut miteinander. Die Klingen, natürlich. Sie mischen sich besonders gern in Angelegenheiten ein, die sie kaum verstehen. Ihre rücksichtslose Arroganz kennt keine Grenzen. Sie wollten schon immer jedes Drachenblut vom Pfad der Weisheit abbringen. Habt ihr nichts von uns gelernt? Wollt ihr als Werkzeug in den Händen der Klingen enden, nach ihrem Belieben zu ihren Zwecken eingesetzt? Niemand setzt mich zu irgendwas ein. Ja, genau das. Seid euch da nicht so sicher. Ich warne euch. Die Klingen sagen zwar, dass sie jedem Drachenblut dienen, aber dem ist nicht so. Dem war noch nie so. Ich für meinen Teil habe euch nur das vorenthalten, wofür ihr noch nicht bereit wart. Wie eure Frage zeigt, seid ihr immer noch nicht bereit. Nein, nicht jetzt. Nicht bevor ihr wieder auf den Pfad der Weisheit zurückkehrt. Wenn du was gegen die Klingen hast. Vergebt mir. Ich war unbeherrscht. Ich habe zugelassen, dass meine Gefühle mein Urteilsvermögen trüben. Meister Einhard hat mich an meine Pflicht erinnert. Die Entscheidung, ob wir euch helfen, liegt nicht bei mir. Nein, ich kann ihn euch nicht lehren, weil ich ihn nicht kenne. Er wird Drachenfall genannt, aber seine Worte der Macht sind uns unbekannt. Wir trauern ihm nicht nach. Drachenfall hat keinen Platz im Weg der Stimme. Aha. Nicht jedoch Drachenfall. Das Wissen über diesen Schrei ging lange vor Beginn der Geschichtsschreibung verloren. Vielleicht kannten ihn nur seine Schöpfer. Aber ich bin nicht der, der mit euch darüber sprechen sollte. Er wurde von jenen erschaffen, die unter der unvorstellbaren Grausamkeit von Alduins Drachenkult gelebt hatten. Ihr ganzes Leben wurde von ihrem Hass auf Drachen verzehrt. Und sie warfen all ihren Zorn und ihren Hass in diesen Schrei. Wenn ihr einen Schrei lernt, nehmt ihr ihn tief in euer Wesen auf. Auf gewisse Weise werdet ihr selbst zu dem Schrei. Um diesen Schrei lernen und anwenden zu können, müsst ihr das Böse, das ihn erfüllt, in euer Innerstes aufnehmen. Nur Parthonax, der Meister unseres Ordens, kann diese Frage beantworten, so er sich denn dazu entscheidet.
Das ist also der böse Fluch hier von Skyrim. Er ist unser Anführer. Er übertrifft uns alle in seiner Beherrschung des Weges der Stimme. Er lebt abgeschieden, hoch oben auf dem Gipfel des Berges. Er spricht nur selten zu uns und nie zu Außenseitern. Es ist ein großes Privileg, ihn sehen zu dürfen. Nur jene, deren Stimme stark ist, können den Pfad finden. Kommt. Wir werden euch einen Schrei lehren, mit dem ihr den Weg zu Parthornax öffnen könnt. Mhm. Lydia wird trotzdem mitkommen können. Die ganze Zeit die Rede davon, wenn nur die Allermächtigsten oder Stärksten hin. Es war auch die Rede, dass hier nach Rotgar überhaupt erst Leute hinkommen, die hier speziell sind und Lydia die ganze Zeit. Ich komme mit. Sollen wir hier wieder durchrennen? Den können wir noch nicht. Den ätherischen Schreck können wir nicht erlernen. Folgt mir. Ich zeige euch, wie ihr den Pfad zu Parthornax öffnet. Vielleicht nicht. Aber dieser Schrei wurde bereits vorher verwendet, nicht wahr? Und hier sind wir wieder. Habt ihr schon einmal in Erwägung gezogen, dass Alduin vielleicht gar nicht besiegt werden soll? Jene, die ihn in grauer Vorzeit besiegt haben, konnten dadurch den Tag der Abrechnung nur verschieben. Sie konnten ihn nicht aufhalten. Wenn die Welt enden soll, dann soll es wohl so sein. Lasst sie enden und neu geboren werden. Möge der Wind euch leiten. Ja. Hier scheinen sich die Leute zu versammeln. Der Pfad zu Parthornax beginnt hinter diesem Tor. Ich werde euch zeigen, wie ihr den Weg öffnet. Lock. Was? War. Kur. Lock war Kur. Okay. Unser letztes Geschenk an euch, Drachenblut. Nutzt es weise. Aha. Okay. Drei Drachen sehen habe ich. Das reicht irgendwie nicht. Der Nebel weggehen, aber nur für kurze Zeit.
Der Weg zu Patornax ist voller Gefahren. Ihr solltet ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Geht immer weiter. Konzentriert euch auf euer Ziel und ihr werdet den Gipfel erreichen. Mhm. Na, wir wolkenlos haben erreicht. Verwendet wolkenloser Himmel, um den Weg zu Patornax freizumachen. Okay, Lydia, ich weiß nicht, ob du mitkommen solltest. Vielleicht sollst du hier bleiben. Vielleicht brauche ich dich aber auch. Ach, wird schon schief gehen. Komm mit, Lydia. Log? Vakuum! Sprich mit Patornax. Jo, na dann. Auf geht's. Auf das Gipfelspitze. Wir sollten uns mal ein bisschen beeilen. Ich muss die Spur erstmal wieder aufladen. Log, Bakum! Liegt ein totes Tier, eine Ziege. Log, Vakuum! Oh, ein Geist. Und jetzt auch noch. Jetzt wäre es nicht schon schlimm genug hier oben. Dafür braucht Lydia. Na komm! Der hält uns doch nicht auf. Log, Vakuum! So ein paar Eisgeisterchen. Lydia. Bahnen uns den Weg nach oben. Ist die nächste Markierung. Wie kommt die Ziege eigentlich da durch? Wäre so typisch, wenn die Ziege gleich durch weiterkommt, aber wir nicht. Komm. Können wir auch mal looten. SGS-10er. Ah, die Ziege geht weiter. Verstehe. Log, Vakuum! Ziege beherrscht den Schrei auch. Macht Sinn. Eine sehr mächtige Ziege. Hier sind Steingebilde. Ich denke mal, hier müssen wir weiter. Der nächste Fahrt.
Na, hier wird's wieder windig. Das war knapp. Ich glaube, wir sind bald da. Das sieht schon ziemlich final aus. Hälfte der Welt entdeckt. Oh nö. Bin ich noch ein Drache jetzt? Nein. Gerade nicht. Ich hab anderes vor. Ach, Kacke, Mann. Partunax oder was? Drem Yolok, seid gegrüßt, Wunduneg. Ich bin Partunax. Wer seid ihr? Was bringt euch zu meinem Strunmach, meinem Berg? Ich bin, wie mein Vater Akatosh mich erschaffen hat, so wie auch ihr, Dovahkiin. Sorry, dass ich angefangen habe. Warum seid ihr gekommen, Volan? Warum stört ihr meine Meditation? Drem, Geduld. Es sind Formalitäten einzuhalten beim ersten Zusammentreffen von zwei Doof. Du Doof. Gemäß langer Tradition spricht zunächst der Ältere. Hört meinen Tun. Erst wenn meine Einführung abgeschlossen ist. Die Welt ruft euch. Geht zu ihr. Erst wenn meine Einführung. Warum dringt ihr hier ein, wenn nicht für ein Tinwag? Aha. Feuer, Feueratem. Nun zeigt mir, was ihr könnt. Begrüßt mich nicht als sterbliches Geschöpf, sondern als Dova. Feuer atmen. Atmen. Kommt, Dovahkiin. Nimm Jolk. Wieder geh mal zur Seite. Trefft mich mit dem Feuer eures Tun. Jo! Sossedorf Losmul, das Drachenblut ist stark in euch. Es ist Es war noch nicht so heftig. Ich das Vergnügen hatte, mit einem meiner eigenen Art zu sprechen. Nun denn, ihr habt also zu mir gefunden. Kein leichtes Unterfangen für einen Jor, Sterblichen, selbst für einen Dovasos. Drachenblut. Was wollt ihr von mir wissen? Ah, ich habe euch erwartet, Proda. Ihr würdet nicht den weiten Weg bis hierher kommen, nur für ein Tinwag mit einem alten Dova. Nein, ihr sucht eine Waffe gegen Alduin. Exakt.
sonst solltet ihr wollen? Alduin und Dovahkiin kehren zusammen zurück. Aber ich kenne den Tuum, den ihr sucht, nicht. Krossis, ich kann ihn nicht kennen. Das hat eure Art, Jor, Sterbliche, als Waffe gegen die Dorf, die Drachen erschaffen. Unsere Hatrime, unser Verstand, kann seine Vorstellungen nicht einmal begreifen. Drem, alles zu seiner Zeit. Zunächst eine Frage an euch. Warum wollt ihr diesen Tuum lernen? Prusa, dieser Grund ist so gut wie jeder andere. Viele teilen eure Meinung, wenn auch nicht alle. Manche würden sagen, dass alles einmal enden muss, damit etwas Neues entstehen kann. Vielleicht ist diese Welt einfach das Ei des nächsten Kalpar. Lane Vokin, würdet ihr verhindern wollen, dass die nächste Welt entsteht? Eine gute Frage. Antwort. Rofus, vielleicht bringt ihr nur die Kräfte ins Gleichgewicht, die darauf hinarbeiten, das Ende dieser Welt zu beschleunigen. Selbst wir, die wir auf den Strömungen der Zeit dahingleiten, sehen nicht, was hinter dem Ende der Zeit liegt. Vulcitid los Tachrodis. Wer versucht, das Ende zu beschleunigen, wird es vielleicht verzögern. Wer darauf hinarbeitet, das Ende zu verzögern, bringt es vielleicht näher. Aber ihr habt meiner Schwäche für Sprache schon zu lange nachgegeben. Krossis, jetzt werde ich eure Frage beantworten. Wisst ihr, warum ich hier lebe, auf dem Gipfel des Monarven, den ihr den Hals der Welt nennt? Drem, Geduld, ich antworte auf meine Art. Dies ist der heiligste Berg von Himmelsrand. Sogrevax Trunma, der großartige Berg der Welt. Hier haben die alten Zungen, die ersten sterblichen Beherrscher der Stimme, Alduin im Kampf gestellt und besiegt. Ja und nein. Wie Gnus Nikron, Alduin wurde nicht wirklich besiegt. Denn sonst wäret ihr heute nicht hier, um zu versuchen, ihn zu besiegen. Die Nord jener Tage wandten den Drachensturzschrei an, um Alduin auszuschalten. Aber das war nicht genug. Ork Mulag Unslad. Es war die Kell, die Schriftrolle der Alten. Sie haben sie angewandt, um ihn hilflos den Strömungen der Zeit auszusetzen. Eine Elder Scroll? Was ist das? Die Rollen rollen. Wie soll ich das in eurer Sprache erklären? Die Dorf haben Wörter für solche Dinge, die Jor nicht haben. Es ist ein Artefakt von außerhalb der Zeit. Es existiert nicht. Doch
Es hat immer existiert. Rach, Vachlan. Sie sind Fragmente der Schöpfung. Die Kelle, Schriftrollen der Alten, wie ihr sie nennt, wurden häufig für Prophezeiungen verwendet. Ja, eure Prophezeiung entstammt einer Schriftrolle der Alten. Aber dies ist nur ein kleiner Teil ihrer Macht. Sophas Suljek. Nicht absichtlich. Einige hatten gehofft, er wäre für immer verschwunden. Für immer verloren. Meje. Ich wusste es besser. Tid bo amativ. Die Zeit fließt ständig weiter. Eines Tages würde er auftauchen. Darum habe ich hier gelebt. Ich warte schon seit tausenden eurer Jahre. Ich wusste, wo er erscheinen würde, aber nicht wann. Tid Krent. Die Zeit wurde hier zertrümmert wegen dem, was die alten Nord-Alduin antaten. Wenn ihr diese Kell, diese Schriftrolle der Alten, hierher bringt, zur Tid Achran, der Zeitwunde. Mit der Schriftrolle der Alten, die zum Zertrümmern der Zeit verwendet wurde, könnt ihr zurückgehen zum anderen Ende der Bruchstelle. Ihr könntet Drachensturz von denen lernen, die ihn geschaffen haben. Eine Zeitreise. Crossis, nein. Ich weiß wenig von dem, was sich in den langen Jahren ereignet hat, seit denen ich hier lebe. Ihr seid vermutlich besser informiert als ich. Vertraut euren Instinkten, Dovahkiin. Euer Blut wird euch den Weg weisen. Bringt es hierher zurück, zur Tid Achran. Dann Kelle Womindog. Nichts ist bei solchen Dingen gewiss. Doch ich glaube, das Band der Schriftrolle mit der Tid Achran wird euch ein Gesicht, eine Vision des Augenblicks seiner Entstehung zeigen. Dann werdet ihr Drachenfall spüren, es kennen in der Macht seiner ersten Ausdrucksform. Ihr werdet sie sehen, Wut Fadon, meine Freunde, Hakon, Gormleit, Feldir. Die ersten Sterblichen, die ich die Tuum gelehrt habe, die ersten Zungen, die Führer der Rebellion gegen Alduin. Sie waren mächtig zu ihrer Zeit. Allein der Versuch, Alduin zu besiegen, Sachotrun. Die Nord haben seitdem viele Helden, aber keine größeren. Bringt es doch dann, ihr werdet sie sehen, wo die ersten, sie waren mächtig zu ihrer Zeit. Womindog, ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie dabei das Wissen darüber aus der Zeit selbst gelöscht. Die Doof sind Kinder von Akatosh. Darum sind wir besonders eingestimmt auf den Fluss der Zeit. Vielleicht auch auf einzigartige Weise verwundbar. Ich habe sie vor einem so voreiligen Handeln gewarnt. Selbst ich konnte die Folgen nicht vorhersehen. Nust Nihon, sie wollten nicht auf mich hören.
Ja, einige von uns rebellierten gegen Alduins Tour, seine Tyrannei. Wir halfen den Menschen, ihn zu stürzen. Aber sie vertrauten uns nicht. Ni'ov. Sie hielten ihre internen Ratsversammlungen vor uns verborgen. An dem Tag von Alduins Sturz war ich weit fort. Aber alle Doof haben den Bruch der Zeit selbst gespürt. Das kann ich euch nicht genau sagen. Ich habe ihn noch nie gehört, Kogan. Der erste Tun, der allein von Sterblichen erschaffen wurde. Es heißt, er würde einen Drachen zwingen, das Konzept der Sterblichkeit zu erfahren. Eine wahrhaft von Mindoran. Unverständliche Vorstellung für die unsterblichen Dorf. Ich lehre den Weg der Stimme schon seit Jahrhunderten und die Tugum schon viel länger. Aber nein, Dovahkiin, niemand kommt mehr hierher, um sich ausbilden zu lassen. Saran, ihr seid der Erste in über 100 Jahren. Aha, ich meditiere über die Rotmulag, die Worte der Macht. Ich erteile Rat über ihre Anwendung. Das genügt mir. Ein Wort der Macht zu kennen bedeutet, seine Bedeutung in sich aufzunehmen. Meditiert über die Bedeutung eines Rotmulag. Während dieses Wort euch ganz erfüllt, werdet ihr ihm näher kommen. Werde ich es euch lehren, Dovahkiin? Welches Wort ruft bei euch tieferes Verständnis hervor? Es gilt drei zu meistern. Fuß, Feim und Yol. In eurer Sprache wird es Kraft genannt. Doch so wie ihr der Welt einen Stoß gebt, so gibt die Welt den Stoß zurück. Denkt daran, wie Kraft ohne Anstrengung angewandt werden kann. Stellt euch ein bloßes Flüstern vor, das alles, was ihm im Weg steht, zur Seite stößt. Das ist Fuß. Lasst euch von seiner Bedeutung erfüllen. Zum Arg Mora. Ihr werdet der Welt einen stärkeren Stoß geben, als sie zurückgibt. Mühelos Wort hinzugefügt. Welches spricht zu euch, Dovahkiin? Fuß, Feim oder Yol? Wir lernen hier Sachen. In eurer Sprache bedeutet es dahinschwinden. Sterbliche empfinden eine stärkere Verbundenheit zu diesem Wort als die Doof. Jeder Sterbliche schwindet mit der Zeit dahin. Doch der Geist besteht weiter. Denkt über die Bedeutung des Geistes nach. Unslad Sihi. Wo sterbliches Fleisch schwinden und vergehen kann, hat der Geist Bestand. Das ist Feim. Lasst euch von dieser Bedeutung erfüllen. Zum Arg Mora. Ihr werdet feststellen, dass euer Geist euch mehr Stärke verleiht. Welches spricht zu euch, Dovahkiin? Fuß, Feim oder Yol? In eurer Das ist Fuß. Lasst euch. Welches spricht zu euch, Dovahkiin? Das brauchen wir noch. In eurer Sprache bedeutet das Wort einfach Feuer. Veränderung, der eine Form gegeben wurde. Macht in ihrer ursprünglichsten Gestalt. Das ist die wahre Bedeutung von Yol. Soljek, Macht.
Ihr habt sie, so wie alle doof. Aber die Macht ist untätig ohne Handlung und Wahl. Denkt darüber nach, während sich das Feuer in eurem Zoom, eurem Atem aufbaut. Zoom Arc Mora. Was werdet ihr verbrennen? Was verschonen? Aha. Grem Yolok, seid gegrüßt. Zoom Arc Mora.